News der Woche 46. Der Katastrophenfall in Bayern ist mal wieder ausgesprochen worden. Die Preisverleihung zu Hört in Fürth. Wie sieht es mit den Weihnachtsmärkten in Deutschland aus? Das sind die News der Woche. Am Samstag war die Preisverleihung im Audiomedienwelt Hört Mittelfranken. 19 Preise wurde im Bereich Mittelfranken an die TeilnehmerInnen vergeben. Es waren verschiedene Themen wie journalistische Beiträge, Aircheck und Bereiche wie Hörspiel und viele weitere, die verliehen wurden. Die Veranstaltung hat vor Ort stattgefunden in Fürth vor Ort. Man konnte es aber auch gleichzeitig per Livestream vom Medienzentrum Connect anschauen und da wurde es dann gestreamt. So, und der Katastrophenfall ist mal wieder ausgesprochen wegen der ganzen hohen Inzidenzzahl, die aktuell in Deutschland und Co. so herrscht. Über die 400 Inzidenz haben wir allein hier schon in Bayern knapp bei 500 und da wurde einfach am letzten Mittwoch der Katastrophenfall ausgesprochen und ab da gilt es und ja, was ist der Katastrophenfall? Das ist ein Fall, wenn irgendwie so Unwetterwarnungen oder irgendwelche Schäden, problematische Naturkatastrophen oder auch medizinische zu stark wird, dann kann jede Stadt oder Land sagen, okay, das wird mir zu viel, ich muss an einen Ort der ganze Fall oder diese ganze Situation, die aktuell herrscht, zusammengetragen werden und eine Gruppe findet sich dann zusammen und berät sich zu den weiteren Kenntnisse zu dem Katastrophenfall, wie zum Beispiel im Bereich Corona, wie es da genau weitergeht und haben dann auch manchmal nochmal mehr Gelder oder Personal und können an einen Ort schneller agieren. Ja, das ist der Katastrophenfall. Ja, und dann geht er hier auch weiter mit Thema Nummer 3. Wie sieht es eigentlich mit den Weihnachtsmärkten aus? Immer mehr Weihnachtsmärkte gehen zu oder werden abgesagt oder werden umzäunt, müssen da vorgestellt werden und dann ist da eine 2G, 3G oder 3G plus
bei den Veranstaltungen Pflicht. Daher die Impf benehmen oder Wende oder PCR-Test oder Schnelltest. Kommt immer darauf an, wo der genau ist. Bitte schaut dafür in diese Videobeschreibung bei Thema Nummer 3. Da habe ich meine Webseite davon, die alle Weihnachtsmärkte, die ich so die auflistet. Vielleicht nicht alle kleineren, aber die größeren, die auch in Horfen Fall bei euch auch stattfindet. Ja. Das waren auch schon wieder die nächste Woche. Ja, es waren wieder sehr schwierige, anstrengende Woche, letzte. Ja, mal schauen, wie es genau weitergeht.